eine Woche nach der Rad-WM in der englischen Provinz Yorkshire steigen in Klein-Engersdorf die letzten Titelkämpfe der Straßensaison 2019. Das Wetter zeigt sich britisch mit Regenschauern, windigen und mit sonnigen Phasen. Der Lagerhaus-Korneuburg Grand Prix findet zum 28. Mal statt, aber erstmals geht es für die Elite und U23 auch um ÖRV-Radliga-Punkte. Für diesen Anlass gibt es eine neue 3,1 Kilometer lange Strecke mit einer Sandstraßenpassage. Auf dem klassischen 1600 Meter Kurs trotzen jedoch vorher die Elite-Damen dem nassen und windigen Wetter, um die ÖM im Kriterium auszufahren. Veronika Windisch vom Armbö Askö Graz RLM Steiermark holt sich auf der insgesamt 33,6 Kilometer langen Strecke in knapp 52 Minuten den Meistertitel. Silber geht an Verena Eberhard vom RSC Armbö Südburgenland und am dritten Stockerlplatz steht Silvia Gemböck vom Format RC. Pünktlich zum Start des Elite-Herrenrennens hört es zu regnen auf. Nach einer spannenden Saison steht Stefan Rabitsch schon vor dem Rennen als Gesamtsieger der Liga fest. Wer Zweiter wird, das ist hingegen noch offen. Die Saison allgemein war jetzt ein bisschen turbulent für mich mit vielen Stürzen. Aber ich habe in der Bundesliga mehrere Podestplätze holen können und habe ein Rennen gewonnen. Und ja, also ich habe es zum ersten Mal gewonnen, den Gesamtsieg. Und ich bin jetzt dann schlussendlich überglücklich, dass es alles geklappt hat. Und hoffe auf eine gute Saison 2020. Sie sind jetzt schon 9 Jahre beim Welser Club unter Vertrag. Sie haben jetzt schon angedeutet, geht es da weiter bei diesem Verein? Ja, also, sollte weitergehen. Lukas Schlemmer hat in den letzten beiden Jahren hier in Klein-Engersdorf gewonnen. Wie schwer wird es denn heute werden, wo man ja nicht nach Kriteriumregeln fährt, sondern sozusagen ein richtiges Rundstreckenrennen macht? Ja, ich glaube, also der Kurs ist nicht leicht. Es wird sicher ein schweres Rennen. Und ja, ich hoffe, die Form passt noch am Ende des Jahres. Es ist der erste oder der letzte Auftritt eigentlich im purpurroten Dress von Maloja Pushbikers. Man weiß, die Mannschaft geht ja neue eigene Wege. Ist es auch ein bisschen eine Wehmut dabei? Sicher ja, aber ich glaube, wir sind da, dass wir uns so gut wie möglich präsentieren. Und die Saison ist nicht aus quasi noch. Und das heißt nochmal, jetzt im letzten Rennen nochmal natürlich alles zu geben und uns gut zu präsentieren. Da die Teamwertung vielleicht. Mannschaftswertung ist natürlich das erklärte Ziel heute. Darum sind Sie ja auch zahlmäßig heute stark vertreten. Ja, klar. Also ich glaube, da haben wir noch gute Chancen, dass wir da heute am Ende des Tages ganz umstehen. Und ja, das ist das Ziel. Schauen wir, ob es aufgeht. Für das Vorarlberger Team geht es heute hier bei diesem Abschlussrennen noch um sehr viel, nämlich um die Mannschaftswertungsführung zu verteidigen. Glauben Sie, wird das heute ein leichtes Unterfangen werden? Nein, das wird ganz schwer, weil wir nur zu dritt am Start sind und die Maloja Pushbiker 2 Punkte hinter uns sind, aber mit 7 Mann am Start sind. Dominik, und was sagt man zu der Strecke? Es ist ja doch ein ganz anderes Rennen, als man sonst gewohnt ist. Ja, ich finde es ganz cool, mal durch Kies zu fahren und halt Schotter. Ich wünschte mir, es wäre mehr Regen, aber man nimmt so, wie es kommt. Andreas Müller, langsam beginnt wieder die Wintersaison der Bahnfahrer. Ist das für Sie heute so eine Art Training oder eine Sichtung jetzt unmittelbar vor der Bahn-Europameisterschaft? Nein, ein Training. Also wir hatten schon überlegt, gescheit zu fahren, aber beim Straßen, Nass und Regen wollen wir mal kein Risiko eingehen. Also wir nutzen es als Training. Ja. Ihre Ziele für heuer? Für den kommenden Winter meine ich? Ja, ganz klar die Olympia-Quali. Also wir haben jetzt Halbzeit bei der Olympia-Quali. Zurzeit sind wir qualifiziert und das würden wir gerne beibehalten. Haben Sie schon angeschaut? Es ist natürlich jetzt durch den vorhergegangenen Regen alles ein bisschen aufgeweicht auch. Ich habe es noch nicht angeschaut, aber es ist jetzt eine neutrale Runde, wo man sich schön anschauen können vorhin auf dem Rennen, was eine sehr gute Idee ist für die Sicherheit von allen. Und da werden wir jetzt sehen, wie es ist und dann kann man ja nach Ermessen entscheiden, wie es ist. Die österreichischen Teams sind mit einem Teil ihrer Fahrer bei der Kroatien-Rundfahrt. Und so ist das Starterfeld hier in Klein-Engersdorf mit 38 Teilnehmern etwas kleiner. Zuerst absolvieren die Fahrer eine Einführungsrunde, um die Strecke kennenzulernen. Nach der Freigabe geht es geschlossen über den 3,1 Kilometer langen Kurs. Nach 1 Kilometer folgt die bereits erwähnte 300 Meter lange Schotterpassage, die für ein noch größeres Spektakel sorgt und dem internationalen Trend folgt, der immer mehr nach Strade Bianche verlangt. Am westlichen Ortsende geht es durch eine Spitzkehre in Richtung Start und Ziel. Insgesamt sind 25 Runden zu fahren. Garniert wird das Ganze mit Windböen von über 35 km/h.
Die Rundenzeiten liegen anfangs bei rund 4 Minuten 50. Das Feld fährt hier noch geschlossen. Zuerst führt Andreas Graf, dann übernimmt Daniel Auer das Zepter. In der sechsten Runde liegt Stefan Rawitsch vorne, er erhöht nun das Tempo. Seine Zeit in der siebenten Runde 4 Minuten 38, das Feld fährt 21 Sekunden dahinter. Rawitsch vergrößert seinen Vorsprung mit jeder Runde, Daniel Auer nimmt die Verfolgung auf, kommt aber nur auf 20 Sekunden an den Felbermayr-Fahrer heran. In der achten Runde vergrößert sich der Rückstand von Auer. In der zwölften fährt der Steirer schließlich wieder im Feld. Stefan Rawitsch hat in der 15. Runde 1,49 Vorsprung auf seine Verfolger. Maximilian Kuhn nimmt in der 16. Runde solo die Verfolgung auf, kommt aber Rawitsch auch nicht näher. Noch 6 Runden zu fahren und der Abstand zu Kuhn liegt bei 1,22. Das Feld hingegen bleibt immer weiter zurück. Die Lücke zum Spitzenfahrer liegt in der 20. Runde bei 2 Minuten 44, was über einer halben Runde entspricht. Nur noch 3 Runden sind zu fahren und Rawitsch kann bereits eine Gruppe von zu überrundenden Sportlern vor sich erkennen. Jetzt geht es für den Gesamtsieger der Radliga in die allerletzte Runde hinein. 1,18 dahinter Maximilian Kuhn und weitere 1,30 dahinter folgt Daniel Auer. In der letzten Runde kann Rawitsch noch eine Gruppe überrunden, danach freut er sich nach genau 2 Stunden Fahrzeit über seinen zweiten Saisonsieg in der ÖRV-Radliga 2019. Auf Platz 2 kommt der zweite der Radliga, Maximilian Kuhn, mit einem Abstand von 1,12 ins Ziel. Dritter wird Daniel Auer, der 50 Sekunden später folgt. Stefan Rawitsch, mir fällt auf, also Ihre Spätform ist schon bemerkenswert gut. Ja, also ich wusste, dass ich in Kroatien schon gut drauf bin. Klar, wäre in Kroatien gern gefahren oder zu Ende gefahren. Ja, aber ist, ja, also zum Glück war ich jetzt da im Nachhinein gesehen. Der Frust war zuerst sehr groß, aber es hat alles gepasst und es war das letzte Rennen für mich. Jetzt gehen wir in eine verdiente Winterpause. Max Kuhn, Platz 2 heute beim Saisonabschluss. Platz 2 auch in der Mannschaftswertung mit dem Team Vorarlberg-Santig. Wie schaut denn Ihre Saisonbilanz aus? Also für die Bundesliga schaut meine Saisonbilanz extrem gut aus. Also Zweiter hätte ich mir davor nicht gedacht, dass ich dann wäre im Endeffekt. Für das Team, der zweite Platz war super. Kann man nicht streiten. Maloja, die sind mit einer super Mannschaft heute da gewesen. Die haben das eigentlich gewinnen müssen. Wir haben nur gewinnen können. Und im Endeffekt, dass wir Zweiter geworden sind, ist auch ein super Erfolg. Zweiter in der Einzelwertung. Also das ist auch für das Team eine super Werbung in Österreich. Mit dem dritten Tagesrang heute hat Daniel Auer letztlich auch die Mannschaftswertung für sein Team gerettet. Ein Sieg mit ein bisschen Beigeschmack, wenn man weiß, dass das Team ja doch in der Form nicht mehr existieren wird im nächsten Jahr. Ja, natürlich, aber wir freuen uns trotzdem sehr über diesen Sieg in der Mannschaftswertung. Es war heute ein Neuland, das man bestritten hat mit der Bundesliga, mit diesem Rennen hier in Klein-Engersdorf. Eine Art Kriterium bei sehr schwierigen Verhältnissen, war fast wie ein Querfeldeinrennen teilweise zu fahren. Ja, war wirklich cooles Rennen, coole Strecken mit der Schotterpassage und mir hat es sehr gut gefallen. Teamchef Christoph Resl hat mit sehr vielen österreichischen Nachwuchsfahrern diese Bundesliga-Mannschaftswertung gewonnen. Wie wertvoll ist aus Ihrer Sicht dieser Titel? In den mittlerweile 14 Jahren der Rad-Bundesliga in Österreich haben wir jetzt das dritte Mal gewonnen und das letzte Mal ist auch schon wieder 5 Jahre her. Also war es ein großes Ziel heuer, die Bundesliga zu gewinnen und wir haben es jetzt beim letzten Rennen geschafft und die 2 Punkte Rückstand noch aufgeholt und großer Dank ans gesamte Team, tolle Leistung über das ganze Jahr und wir freuen uns sehr, dass wir heute gewonnen haben. Wird es auch im nächsten Jahr ein Profi-Team in Graz geben, in welcher Form auch immer? Es wird ein Profi-Team in Graz geben, das ist schon sicher. In welcher Form wissen wir noch nicht genau, weil wir haben noch die letzten Sponsorengespräche zum Abschluss für die Budgetplanung 2020. Und wir hoffen natürlich sehr, dass wir wieder ein starkes, wettkampffähiges Team auf die Beine stellen können.
Die ÖRV Radliga 2019 noch einmal im Überblick. In der Einzelwertung gewinnt Stefan Rabic mit 1182 Punkten vor Maximilian Kuhn. Die Mannschaftswertung geht mit 169 Zählern an das Team Maloja Pushbikers Arbö. 3 Punkte dahinter das Team aus dem Ländle vor Arlberg Sentig. Beim letzten Rennen kann das Team Felbermayr Simplon Wels noch das Tiroler KTM Cycling Team überholen und belegt schlussendlich mit 132 Zählern Platz 3 in der Endabrechnung. Jetzt geht die ÖRV Radliga in die Winterpause. Es soll für die Saison 2020 einige Neuerungen geben. Welche das genau sind und wer auch in welchem Team fährt, all das werden wir beim Eröffnungsrennen in Leonding erfahren. Bis dahin, auf Wiedersehen.